Hallo und herzlich willkommen bei Graph und wir hatten technische Probleme. Der Schildkrötenschlechter neben mir und der Großvogel Schlechter rechts neben mir mit dem geilen beleuchteten Karton kommt ja, wahrscheinlich gleich eine Katze die raus. Töte, die Großvögel töten. Genau. Da ist Schrödingers Katze. Who watches the watch auch nicht. Und vielleicht lebt sie. Wir hatten technische Probleme. Unsere Materialienkiste ist verschwunden. Einfach so. Keiner weiß warum. Keiner weiß wohin. Vielleicht im Urlaub. Also sprich hier, die, also nicht die da, sondern hier die rechte, die war halt weg und da war halt unser ganzer Stuff drin. Genau. Und das Resultat war, wir sind jetzt losgezogen und haben 2 Stunden lang alles wieder zusammengefarmt. Yeah. Und ja, nebenbei, wie ihr seht, ist auch ein bisschen was noch passiert. Ein paar Level sind wir natürlich gestiegen. Ja. Aber sonst war es furchtbar langweilig ohne euch. Ja, wir haben die Farm maximal ausgebaut, aber auch da habt ihr nichts verpasst. Wir produzieren jetzt noch mehr Scheiße für... für ihr Holz. Mir häufig. Hier ist ganz toll lang dazugekommen. Hier ist jetzt noch eine Fahrzeugfabrik. Ja, hier Drake hat angefangen, einen Turm zu bauen. Einen Burgfried oder sowas. Mit einem Mondsternentor. Cool, das ist schon das Mondsternentor. Genau, hier ist das Mondsternentor, das habe ich oben drauf gebaut. Schaut euch diese Aussicht an. Diese Aussicht, meine Güte. Fand ich halt einen coolen Ort für nochmal einen kleinen Balkon. Wegen dem Berg da hinten fand ich ganz cool. Diese Aussicht und dann stellt sich Kartonfresse in mein Bild. Problem, Junge. Sonst ist nichts passiert. Also ich habe noch einen Bauplan für so Sprungstiefel gefunden. Die kann allerdings nur der Chaos tragen, weil ich das für Akrobat brauche. Und ich habe was noch viel Geileres. Ich zeig's euch mal kurz. Ich gleite jetzt erstmal hier rüber zu diesem Fossilienvorkommen, weil ich das nämlich noch brauche. Wow, und ich schaff's echt bis dahinter. Alter, der Gründer, warum ich so einen riesen Turm bauen will. Dafür hätten wir dann aber auch irgendwann mal das Jump Pad. Wäre eine Möglichkeit. Ja, dann kann man ja Jumpsets bauen. So, und jetzt kann ich nämlich gleich ein Chaos hier zum Weinen bringen. Haha, ich bin schneller als du. Ich habe mir nämlich ein Monocycle gekauft. Bei irgendeinem Vandroid. Ich kann dann übrigens auf der nächsten Base komplett alles aus Stein bauen. Ich habe alle Steinräume gelernt. Wow. Bin schon ein bisschen stolz auf dich. Mal gucken. Sind die Kackhaufen wieder voll? Kackhaufen sind nicht voll, aber ich kann schön ja mal... eine lange Gleittour. Ja, so ein Monocycle hätte ich auch gern. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Achso, ja, und hier ein Sturmgewehr haben wir jetzt auch alle. Ja, der Remodellierer. Remodelliert. Andere Leute Gesichter. What? Nein! Was ist das denn jetzt? Aber sonst haben wir eigentlich nicht viel gemacht, außer halt unsere Rohstoffe wieder zusammengefahren. Wir probieren das doch gleich mal aus an diesem blöden Vogel. Hello, friend. Ich geb dir gleich Freund her. Plasma 1500k. So. Was? Ach, du bist auf dem Mond? Nee. Nee, verkauft er hier. Und Schleimschmiere. Ach so, ja. Plasma 1500k werden wir dann auf dem Mond bekommen. Mond ohne Ende kriegen, ja. Greift er jetzt hier gerade den Vandroid an? Hast du eine Macke? Oh. Ich höre es nur tackern. Kollateralschaden. Random Lagerfeuer. Double MG. Double the gun, double the fun. Triple the gun, triple the fun. Alle nur klack, klack, klack. Oh, ich hab da was für euch. Hä? Solange du keinen von uns slappst. Oh. Was war das? Eine Box. Monsterbox. Nein. Wie nein? Wenn du sie nicht willst, ich nehme sie gern. Ich hätte gern den Helm, weil der einfach viel mehr Rüstung hat. Das ist ein Hut. Das ist ein Hut, den setzt du drüber auf. Das ist ein Vanity-Item. Nice. Zack, und schon hat er es dann. Hab ich nichts gesagt. Fies abgeschlachtet. Okay. Ich habe auch noch ein bisschen erkundet. Also hier geht dann diese Wüste über in einen hellen Wald. Und da drüben, wenn man da lang geht, dann kommt man irgendwann mal zu einem Dschungel. Was ziemlich cool ist. Also hat man halt, naja, das heißt Dschungelpalmen. Ja. So hinter dem Dschungel Strand ist dann auch, glaube ich, das größte Dungeon hier, 11 bis 14. Und hier ist dann auch schon Feierabend. Also du sollst dann relativ zügig auf dem Mond. Das Gebiet ist auch nicht recht groß. Wir waren jetzt nämlich auch vorher am Überlegen, gehen wir jetzt als nächstes auf den Mond? Oder werden wir uns in den Dungeon begeben. Na, wir können ruhig erstmal in den Dungeon, weil uns ja doch noch ein paar Baupläne fehlen, so im Großen und Ganzen. Die Sache ist die, ich würde ja gerne jetzt, ich bin hin und her gerissen. Ich kann natürlich vorfahren, aber... Ja, du musst halt einfach mal laufen. Nee, laufen ist so 21. Jahrhundert. Laufen ist eher so Steinzeit. Weißt du, die Leute laufen seit immer. Welchen Rang hast du denn, Akrobat, Chaos? 10. Oh, dann könntest du eigentlich mal das Jump Pad lernen gehen. Ist noch genug Element X im
im Karton. Ist eigentlich jemandem aufgefallen außer mir, dass die Charaktere zwar menschliche Züge haben, aber eigentlich eher Katzenpfoten als Füße. Die haben so ganz kleine Füßchen. Riesige Hände, aber ganz kleine Füßchen. Puh. Schaut lustig aus. Mhm. Achtet da mal drauf. Ah, ich müsste... Getan und ignoriert. Das ist natürlich blöd. Ich habe gerade gesehen, ich muss tatsächlich nochmal einen Wingsuit bauen, damit die Quest da irgendwann mal verschwindet. Ja, das heißt, du brauchst dann sowieso den Wingsuit-Blueprint. Sprungfeld, ja. Gut. Den habe ich schon, den Blueprint, offensichtlich, weil ich kann das Ding bauen. Oder ich kann das bauen, weil ich das besitze. Ich weiß halt nicht, wie es läuft. Das ist die Frage, aber du musst ihn nochmal bauen, so oder so. Was so natürlich, oder so. Ja, was backt ihr denn jetzt hier? Bugdogged. Alter. Bugdogged. Bauer ein Jetpack. Ja, habe ich auch noch keinen. Hab ich was sollte ich noch lernen? Nur das Sprungfeld, oder? Was man nur das Sprungfeld, ja. So, 75 Element X, 100 Watt. Baue einen Doom Buggy. Naja. So, dann habe ich die andere Hälfte schon mal vergessen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück. 100 Fossils, 350 Ohr. Wow. 100 Fossils. Haben wir noch irgendwo einen Ventroid in der Nähe oder habe ich alle getötet? Ist er gerade über mich drüber gefahren? Och, minimal. Das schau mal, wie geil ich mich in die Kurven legen kann. Nee, ich guck nicht. Ja. Das flappt voll ab. Das spackt voll rum. Wow, ja, bei mir, die Anzeige ist dann auch nicht mehr so in Ordnung. Also da. Die Quest. Da haben sie noch was sonst zu erledigen. Abgehakt. Das kommt da runter. Und das Ding verbraucht tatsächlich Sprit. Also ich kann mit dem nicht immer ewig lang rumfahren. Ich brauche tatsächlich, das wollte ich jetzt nicht. Hast du jetzt den Baum verprügelt? Nein, ich habe den Baum erschossen. Ich muss ihn ja erst erschießen, bevor ich ihn abernten kann. Sonst wäre das ja im Prinzip, keine Ahnung, was das wäre. Achso, das wäre wie Vampirismus. Das heißt, du sammelst wäre Blut von einem Leben. Hier ist übrigens, hier war gerade ein Ventroid. War ein Ventroid, ja. Hier ist übrigens gerade, Scheiß verfickte Schiff, bitte. Du kriegst jetzt aufs Maul. Es ist, mäßige er seine Zunge. Es tut mir leid. Scheiß verdammte Schildkröte. Oh, da war 42 Organics dabei, die war schon lange nicht mehr auf dem Klo. Hier vorne läuft noch ein Ventroid rum. Oh. Ja. Aber die haben nicht immer das gleiche Zeug dabei, das ist halt das Blöde. Ja, das ist doof. Wenn er das nicht dabei hat, dann schieße ich. Wow. Ist das deine einzige Lösung für alles? Ja. Ja, der hat etwas nicht dabei, was ich haben will. Pff. Oh, der hat Monocycle dabei. Kostet 300. Oh, 400. Fossilen, 300, 100 Element. Hast du noch alles bei oder soll ich mich neben ihn stellen und im Händchen halten, damit er nicht verprügelt wird von irgendwelchen großen Schildkröten? Oh ja, das wäre sehr nett von dir. So, kann ich jetzt hier... Oh, ich kann nein, kannst du nicht. Nicht. Die Schildkröten schlechter. Was hat man noch? Das hier wollte ich mal noch bauen. Da brauche ich allerdings noch 20 Holz. Ist nicht, fällt aus wegen Bodennebel. Doch, das ist so. Halt. Find man schon. Da. Krass. Klack. So. Wie war das jetzt? Hallo? 400. Hallo? Eine Schildkröte. Hallo. 400 Erz. Was mit dem Mauszeiger? Da. Ich kann es dir gleich sagen. Moment, ich rede mal kurz mit ihm. Hello, Consumer. 293 Gems, ja, 293 Ohr, 391 Fossils und, ja, mach mal immer 300. 300 Gems, 300 Ohr, 300 Fossils und 100 Element X. Dieses Schild, ey. Dieses Schild ist schon irgendwie cool, aber... Drake, am besten holst du dir auch mal so ein Homocycle, weil sonst sind wir da ungefähr eine Stunde unterwegs hinten zu dem. Hast du das Ding gerade Homocycle genannt? Nein. Ja, cool. Was brauche ich für dieses ominöse? Jetzt hänge ich hier fest. Jetzt bin ich auf dem Dach. Gut, gehe ich halt oben rum. So, warte, erzähl's mir gleich, sonst vergesse ich's. So, was brauche ich für dieses, für das Gerät? Für die Gerät brauchst du 300 Gems, 300 Ore, 400 Fossils
und 100 Element X. 300, 300, 400 und 100. 400 Fossils und 100 Element X. Wie gesoffen und gesungen. Ja, da haben wir bloß noch 900, aber das geht schon. Nur noch ist gut, hier. Ist nice, oder? So. Boah, wie das geil ausschaut. Ich werde das Ding nicht benutzen können. Doch, du kannst es benutzen. Ich bin nicht Pilot 3. Das ist völlig egal. Das ist egal. Ich bin Pilot nicht mal 0. Ich habe Pilot noch nicht mal erforscht. Und den habe ich mal gefunden irgendwann. Das braucht jetzt Fuel, oder? Holz als Fuel, ja. Boah, ich dachte, das war eine Bedrohung. Nein, ihr verhaut lieber. Ihr verhaut einfach so gerne Schildkröten. Hello, friend. Hello, friend. Und dann oben unter Fahrzeuge. Das wäre jetzt schon dreist, oder? Wie oben unter Fahrzeuge. Achso, nee, der war direkt auf Fahrzeuge. Achso, deswegen, okay. Und das Holz nimmt er sich direkt aus dem Inventar, ja. Oder? Mit eigener Lampe? Ja. Mit eigener Lampe. Nice. Okay, ihr fahrt zu meinem Dungeon oder zu dem von. Zu deinem. Was ihr, oh. Zu meinem. Ich weiß noch, wo der war. Da in die Richtung. Yes, yeah. Ist nice. Oh. Motorradgang. Zum Glück ist das jetzt nicht wie bei Factorio und die beiden Dinger sind explodiert. Ja. Wir sind gerade leicht aneinander gebounced. Ja, dachte ich mir schon, weil du erwähnt hast, dass es das sonst passiert wäre. Ja, dachte ich mir fast. Ich bin sauer. Was? Ich schneller. Ich bin Pilot. Achso, weil du Pilot bist, okay. Ja, ich kann hören, wie du anfängst, links an mir vorbeizuziehen. Scheiß bist du, komm her. Ich häng dich doch immer ab. Wie viel Holz der noch braucht? Ich muss ja, du 40 Holz pro Minute, aber du siehst eigentlich normalerweise oben die. Du siehst oben mit deinem Rohstoffe wegticken, ja. Alter, ein Holz pro Sekunde geht da weg. Nicht ganz, eins pro anderthalb Sekunden. Sonst kommst du nicht auf 40 Holz pro Minute. Ist ja ein bisschen günstiger. Nur ja. Wenn du fährst, wa? Nicht wenn du stehst. Ja, wenn du stehst, dann verbraucht's nichts. Deswegen sagte ich, wir sind wahrscheinlich eine Stunde unterwegs sonst zu Fuß. So das ist auf jeden Fall sehr laut. Ich werde nachher nochmal meinen Ton anpassen müssen. Ja, das ist nicht ganz leise. Das ist richtig. Wird sein Windschatten. Oder wow. Wir müssen einfach etwas lauter reden. Du zumindest. Lauter reden? Lauter reden. Ah, an dem Element X, da kann man komischerweise nicht. Wer bremst denn hier? Welches dumme Schwein? Der Manticore. Kann man springen? Oh nein, man kann nicht. Nein, kann man nicht. Du kannst, sobald du auch irgendwas wieder equipst oder sowas, im Multitool oder so, bist du automatisch raus. Da bist du raus. Das ist das, was ich meinte. Also hier rechts ist dann so eine Savanne irgendwie so ein bisschen und hier links sind dann, ja, das ist hier eher so Strand-Setting. Weniger, was sagte ich vorher, Dschungel? Dschungel ist es nicht. Strand. Da ist der Dungeon. Das ist zwar nicht der, in dem ich war, aber... Ja, das hatten wir... Achso, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Du hattest gesagt, da ist einer von dem in dem Levelbereich und der ist halt von 11 bis 12. 11 bis 12 ist okay. So. Also bei euch hängt jetzt einfach nur das Bild. So. Genau, die Tooltips zeigt ihr nämlich nicht an. Und ja, man kann tatsächlich das Monocycle weiterhin in einem Dungeon benutzen. Ach, Bombe, scheiße. Was echt cool ist, weil wenn du natürlich dann wieder raus bist aus dem Ding. Nee, da vorne gibt's auch noch. Wow, nee. Ja, bitte ohne mich. Natürlich. Ey, man hört nur noch den Tacker. Hieß es nicht irgendwas mit Action-Driven Gameplay? Nicht ein einziger Pukel, doch da kommt einer. Dose mit Motorcycle. Ploppet Sprungstiefel. Ja, der Vorteil ist, du kannst halt das Ding jetzt. Du kannst das Monocycle halt jetzt nötigenfalls selber nochmal nachbauen. Ja. Ohne so ein Android. Das ist schon ganz praktisch. Sterntor-Mond ist natürlich cool, das haben wir schon, aber da kannst du wenigstens die Luft selber bauen. Wow. Flasche mit Luft kann ich, ja. Ja. Und wir haben am Anfang so. Wir werden uns größtenteils mit diesen Bubbles am Leben erhalten, weil die Bubbles sind eigentlich okay. Mit billig. Das ist aber nicht alles. Nee, da geht's lang. Hui. Dachte schon. Da packen sie beide den Drivomat. Ja, es ist. Man wird so scheiß faul mit dem Ding. Wie, ich muss da mehr als 10 Sekunden laufen. Oder 5 Sekunden laufen. Ja, instant hier. Ey, der hat mir ins Gesicht gekotzt. Dacker, Dacker, hey Jungs. Dacker, Dacker.
Ich kann nicht nach hinten. Tough Snarflocked the Filmmaker. Der welche? Der Tote, hauptsächlich. Fossilienhose. Automatischer Geschützturm. Wow. Ja, ich glaube, es gibt auch manche Blueprints, die kriegst du erst, wenn du einen bestimmten Level in irgendeinem bestimmten Beruf hast. Das heißt, du kannst jetzt als Ingenieur zum Beispiel Sachen bekommen, die wir sonst nicht bekommen würden. Was dann durchaus Sinn ergibt, dass wir die Klassen halt ein bisschen aufteilen. Klingt nützlich. Ja. Boah, mir geht wahrscheinlich irgendwie bald der Sprit dann aus, also das Holz. Rennt er denn hin? Schau in meine Schussbahn. Mir geht vermutlich irgendwann einfach die Ammo aus. Das sowieso. Das ist der einzige richtig große Vorteil. Wir haben. Ja, dann mehrere Munitionstypen dabei. Und ich hoffe immer noch darauf, dass ab einem gewissen Gegnerlevel tatsächlich die verschiedenen Munitionstypen auch droppen. Wieder einfach kein Loot übrig gelassen. Da vorne ist noch was. Weil ich muss aktuell mit Pistole schießen, weil ich mache halt 3 Schaden an den Gegnern. Das ist nicht viel. So viel, ja. Ja, ich bin halt Level 3. Wieso wechselst du nicht schnell auf einen anderen Beruf? Weil ich den Pilot leveln will. Achso, okay. Ja, es wird halt interessant dann. Auf 10 wenigstens. 150 EP kriege ich dafür und da ist er wieder dran am Bild. Das heißt wieder, ich krieg sonst nichts ab. Alle behaupten immer, sie kriegen sonst nichts ab. Hallo, ich benutze die schon. Weil die halt wenigstens, das ist die Ressource, die halt wenigstens wieder droppt. Aber mal reinhalten hier. Ja, genau. Wir haben's doch. Mann, dieses Scheiß, die Lunge. Alles flackert. Also wer epileptische Anfälle bekommen kann, ja, der bitte jetzt nicht mehr hinschauen. Na gut, aber der sollte das schon von vornherein wissen und hier abgeschalten haben. Weil alleine diese Ernteschale ist eigentlich Grund für einen mittleren Anfall. Das ist richtig mit den ganzen Farben. So, jetzt erstmal looten. So voll grau das Spiel. Was erzählst du? Wieso bist du ein Hund? Erstmal abbauen. Du nicht, oder wie? Bist du ein 40 Mensch, oder was? Wenn dann Krake. Wow, hat er den Ernte in mein Gesicht gestellt. Alter, dieses Mistvieh frisst mich. Alter. Ich bin tot. Mistvieh auch. Oh, ich kann wieder nicht looten. Ich kann, wenn ich es, glaube ich, sage, zufällig, dann... Oh, nee, ich spawne nicht mal da, wo ich hin will. Welchen Link hast du genommen? Zufällig. Ich dachte, man spawnt dann da drinnen. Nein, du spawnst zufällig. Ja, ich dachte, zufällig da drinnen. Noch nee, nicht irgendwo in dem Brief. Ja, es hätte ja sein können. Oh, 7. Hat gereicht. Ja, weil die sich gegenseitig verprügelt haben. Ist doch auch mal okay. Guck, wie lange wir brauchen. Mit 7 und 3. Okay, damit kann ich jetzt wieder eine Minute fahren. Schwert macht mehr Damage als alles andere. Und da bretter ich wieder hin. Man verliert halt extrem viele Ressourcen. Aber ich hätte daran denken sollen, ich kann ja noch Tank werden. Man kriegt nämlich auf Level 10 kriegt man seine erste aktive Fähigkeit und bei mir ist das Tank werden. Wir hätten einfach vor dem Dungeon so einen Uplink stellen sollen. Ich kann ihn auch reinstellen, wenn du möchtest. Hi. Ist eine Möglichkeit, ja? Die. Die. Die, 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 my darling. Die, do. Cooler Song von Metallica. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Cover. Also 0 Erfahrungspunkte für Wildbrain. Ja, der ist auch keine Herausforderung, der wehrt sich auch nicht. Hey, der hat 4-5 Schläge ausgehalten. Ja, aber er wehrt sich nicht. Der steht beim Schubskreis immer in der Mitte. Solange es nur der Schubskreis ist. Ich würde die Gegner gerne überfahren können. Das wäre cool. Vielleicht geht das ja später mit dem Panzer. Es gibt ja noch den, wie hieß denn der? Ich habe das heute nachgeschaut. Nicht Titan oder irgend sowas ähnliches. Gibt's einen Panzer, Klimper, mit dem kann man dann tatsächlich... Klimper. 14.
Mir ist aufgefallen, ich habe nur noch 3 Holz im Inventar vom Monocycle fahren und zum Glück ist es mir aufgefallen, während ich direkt neben einem Baum stand. Eine Pistolenarme. Ja, Gems. Wo bleibt eigentlich Manti? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, ich bin ja gleich da. Mach mal hinne. Ihr Gegner Reno kommt jetzt auf dich zu. Schieß mir die Was Beine. Was macht er denn? Schieß mir die Beine. Brech ihm die Beine. So, Lots bei euch bleibt einfach bloß das Bild hängen. Das ist blöd. Irgendwie aktualisiert im Video tatsächlich den Loading Screen nicht. Da ist einfach das Bild einfach nur leer. Ist einfach nichts da. Huch, den anderen gebrochen. Falsche Richtung schon wieder. Mist. Ah, ich sehe schon mein Zeuggeblinke hier. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, der hat mir sämtliche HP mit einem Schlag abgezogen. Ja, die sind lecker. Bist du tot? Nee. Ja, sämtliche HP hört sich so an, als ob du tot bist. Das geht nicht, man kann nicht gewonnen werden in dem Spiel. Echt nicht? Dann mal bitte Akku kriegen von dir. Immer auf 1. Und wenn du dann nochmal Schaden kassierst, bist du tot. Ich will auch so ein Monocycle für die echte Welt. Kann der jetzt mal hier... Also solange du im roten Ratter, Bereich bist. Ratter. Also wenn der Bildschirm blinkt, dann kannst du sterben. Endlich. Gut. Guck mal, den also auch noch bei dir kriegt. Klim, double klimpern. Das macht an dem passieren einfach so viel Spaß, weil die so groß sind. Ja. Ich sehe schon die Teile rausspratzen. Als ob da irgendjemand jonglieren würde. Aber wir sind schon am Ende der Folge. Wow, stimmt, ja. Da kommt ein Monocycle. Könnte dann ich sein. Dann lass uns doch kurz hier ein Päuschen machen. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Next time. Ciao, ciao. Tschö.